Willkommen zu den Nachrichten um Viertel nach Stones. Nun, die ganzen Ereignisse, die ganzen Schlagzeilen, die ganzen neuen Nachrichten drehen sich momentan weltweit um das Mobile Game Dragon Ball Z Dokkan Battle. Das Spiel selbst feiert momentan das dreijährige Jubiläum. Zudem gab es immense Preise für das Platz 1 erreichen auf dem Google Play Store und auf dem iOS Store in 10 verschiedenen Regionen. Aber zudem zeitgleich hat auch der YouTuber Osadu die 10.000 Abonnentengrenze erreicht. Und heute haben wir exklusiv für euch ihn in einem Interview und deshalb schalten wir jetzt live rüber zu meinem Kollegen Dragon. Ja. Ja. Ja, genau. Danke, Stones, genau richtig. Wir sind im Exklusiv-Interview mit Ozaru. Ozaru, nochmals herzlichen Glückwunsch zu den 10.000 erreichten Abonnenten. Thank you. Was haben Sie Ihren Viewern zu sagen? Welche Ratschläge geben Sie mit Ihnen auf den Weg für Dokkan Battle? Now, if you want to have succeed, you need to summon wisely. You need to be sharp like a dragon and solid like a stone. Now, if you put Dragon Stones into a single summon, it becomes the R character. If you put Dragon Stones into a multi-summon, it is the GSSR. Now summon wisely, my friend. Be the Dragonstone. Danke Ozaru. Also um es kurz zu fassen, hat der Ozaru gemeint, er bedankt sich natürlich bei jedem für die 10.000 erreichten Abonnenten. Er sagt aber so, die wichtige Message hier aus dem Interview war quasi dann im Endeffekt, dass ihr weise summonen sollt. Ja, spart eure Stones auf Multisum, denn da ist ein GSSR garantiert. Und ja, so viel gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Deswegen Zurück ins Studio. Vielen Dank, Dragon und Osadu, für das nette und exklusive Interview. Nun, meine Damen und Herren, wie Sie gesehen haben, ist unser Osadu-Sensei so weise wie eh und je. Doch so weise er auch ist, umso härter und desto härter sind seine Methoden der Lehre in Angesicht dessen, wie er seine Schüler belehrt. In den letzten Tagen ist nämlich ein Video viral gegangen, das wir ihn auf gar keinen Fall enthalten wollen. Viel Spaß dabei. Hey, Sensei Osadu, was ist die heutige Borunga-Mission? Ich verstehe es nicht. Ich kann kein Englisch. Bitte? Porunga. Was habe ich euch gesagt, ha? Junge, schau in die Beschreibung, Sensei. Die Links sind alle in der Beschreibung. Ich poste es daily für euch. Schaut in die Beschreibung, Sensei. Alle Links sind dort. Nutzt diese Links. Okay. Schaut auf meine Daily Posts. Ha? Twitter, Discord, Instagram, you don't know. Nutz sie. Sei weise, mein dummer Schüler. Ja. Sei weise und nutze meine Links, meine Posts, meine Daily Posts. Ja, so machst du das Leben leichter und wirst weiser in Dokkan Battle. Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und erstmal Spaß beiseite. Aber, Freunde, nehmt es auch bitte zu Herzen. Wenn ich euch sage, checkt die Links ab, schaut in die Beschreibung. Die Beschreibung ist Gold wert. Da sind wirklich viele Informationen, die ihr braucht. Wenn ich das zu euch in einem Video speziell sage, schaut in die Beschreibung, Jungs. Da sind die ganzen Links, da seid ihr ausgesorgt. Beispielsweise 1A, Beispiel in der Porunga-Mission. Ich habe sie euch vor Wochen zur Verfügung gestellt. Und ich sage eigentlich für die ganze Porunga-Mission, für die ganzen 3 Wochen, sei es auf Global oder sei es die eine Woche auf JP, eigentlich gewappnet gewesen. Ihr müsst euch nur diesen einen Link merken. Wenn ihr das selbst nicht wollt, ich poste daily auf meinen Social-Media-Kanälen, sei es Instagram, Twitter oder Discord, die täglichen aktuellen Porunga-Missionen. Heißt, dort könnt ihr auch entnehmen, ich sag euch klipp und klar, was ihr machen müsst, Freunde. Schätzt es doch einfach, bitte, macht es euch selbst leichter, macht es mir selbst leichter. Nutzt diese Sachen, die ich euch zur Verfügung stehe, damit ihr aktuell oder sofort instant wisst, was ihr zu tun habt und macht das. Es ist nicht schwer, ihr müsst nur einmal durchlesen, weil wenn ich das quasi poste, ja, tägliche Porunga-Mission, und dazu dann Fragen bekomme, ey, was ist die tägliche Porunga-Mission von 1 bis 200, 500, sei es wie viel, Usern? Dann denke ich mir auch, Mate, ich habe das doch gerade gepostet, schau einfach die Social Media Kanäle an, dann machst du es dir weitaus einfacher, mir selbst, dir selbst, wie gesagt, Freunde, nehmt es euch bitte zu Herzen und lasst uns da gemeinsam quasi unsere Arbeit ein bisschen leichter machen. Versteht mich falsch, ja, ich will nicht sagen, dass quasi ich das nicht gerne mache, ich mache es gerne, sonst würde ich es machen, aber macht es euch leichter, Freunde, nutzt das, ja, be wisely, my friend. Aber so viel dazu, Leute, nimmt es wirklich zu Herzen, nimmt es ernst, schaut auf die Beschreibung, schaut in die Daily Post, was ich da poste, speziell für die Porunga-Mission. Aber mal davon abgesehen, 10.000 Abonnenten, Freunde, 10.000 Abonnenten, vielen lieben Dank für jeden Einzelnen, für die 10.000 Abonnenten, für die 10.000 Abos auf YouTube. Wieso ich bis jetzt einen sehr, sehr geilen Weg gegangen. Wir ziehen da eigentlich immer an einem Strang. Und ich danke euch auf jeden Fall hier an der Stelle, dass ihr da immer mitzieht, euch die Daily Dosis von Osadu gibt und einfach nicht genug bekommt. Ja, letztens in dem LFG und LA Goeta. Also
an sich schon. Mir wird es wirklich sehr, sehr viel, dass sie so nach dem Strike auf YouTube direkt alle mitgezogen auf Twitch, dass sie bei dem LA-Video geholt haben, 1100 Zuschauer hatten, Freunde. 1100 Zuschauer auf Twitch, nachdem wir direkt auf Twitch gewechselt sind. Da fehlen mir immer noch die Worte. Es ist für mich wie, es war wie ein Traum, als wäre es nicht passiert, Freunde. 1100 Zuschauer, das war wirklich sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank, wie gesagt, an jeden Einzelnen. Ich würde euch natürlich gerne dann dementsprechend auch etwas zurückgeben. Und natürlich ist ja auch an der Stelle nicht nur gewünscht, nicht nur gefragt, es ist ein Muss. Ja, 10.000 Abonnenten-Special. Ich habe mir da ein wenig was ausgedacht. Und zwar habe ich ein bisschen was aufgeschrieben. Wir machen das in einer Art und Weise, wie auch immer. Spontan will ich nicht sagen, denn es ist schon ein bisschen geplant. Aber in einem spontanen Late-Night-Stream, nämlich heute Abend ab 19.30 Uhr, Freunde, werde ich online gehen auf Twitch. Der Link ist in der Beschreibung, Freunde. checkt auf jeden Fall meinen Twitch-Kanal ab, damit ihr auch Bescheid bekommt. Aber ich werde natürlich auch ein Video hochladen, wie ich das immer mache, bevor ich live gehe auf YouTube, damit ihr da Bescheid wisst, dass ich ja online bin. Was werden wir da machen? Wie gesagt, was werden wir machen? Late-Night-Stream wird spontan lange online sein. Gucken wir mal, wie lange wir da durchziehen. Aber wir machen es auf jeden Fall gemütlich. Was ich mir so aufgeschrieben habe, sind folgende Sachen. Und zwar, ja, Ansagen wie Video hier Eskalation, das ist quasi das hier, ja, Sensei Osaru. Check. Dann haben wir, spielen wir spontan verschiedene Games. Ich will mich auch keine Reihenfolge setzen oder so. Das machen wir ganz spontan, auf was wir gerade Bock haben. Sei es LOL, Fortnite, Dokkan, Legends, Fighter, Xenoverse etc. Ja, wenn ihr da Vorschläge habt, lasst mich gerne wissen. Dann gibt es Dokkan-Account-Giveaways. Ja, ein paar Accounts von manchen Usern. Wirklich Shoutout an jeden Einzelnen. Wenn wir die verlosen, dann bekommt ihr natürlich eure Shoutouts. Ich habe gerade die Liste nicht vor mir, tut mir leid. Aber sobald ich das quasi Giveaway in dem Stream dann selbst, bekommt ihr natürlich die ganzen Shoutouts. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ihr mir die Accounts zur Verfügung gestellt habt. Heißt, es gibt Dokkan-Accounts. Es sind wirklich sehr, sehr gute Dokkan-Accounts. Minimum überall ist ein Elle dabei, mehr oder weniger. Werden wir im Stream dann sehen. Dann würde ich gerne 2x15 Euro Giftcards raushauen für euch. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der noch den 5er-Pack nicht geholt hat aus dem Dragonstone-Sale, weil er da quasi kein Geld investieren kann oder weil er Taschengeld hat oder whatever, weil es die Eltern nicht erlauben. Da würde ich quasi 2x15 Euro raushauen, nämlich eine 15-Euro-Karte für einen Android-User und eine für einen iTunes-User. Und by the way, dass die Dokkan-Accounts und die Giftcards verlosen wir alles im Stream. Das wird live im Stream gemacht. Da tut uns unser Nightbot easy aushelfen. Das machen wir dann im Stream. Dann habe ich mir aufgeschrieben, hier ein Discord-Talk war lange angefragt, dass wir da einfach mal in Discord reingehen, ein bisschen eskalieren, wie wir miteinander reden können. Entweder zu 5, zu 10. Überlege ich mir noch was bis dahin, wie wir das machen, genau. Und wie gesagt, ich bin auf jeden Fall offen für weitere Vorschläge. Heißt, wenn ihr weitere Vorschläge habt, lasst mich gerne in die Kommentare wissen, Freunde. Und ansonsten, was bleibt mir zu sagen? Ich habe auf jeden Fall Bock auf heute Abend dann und ich hoffe, ihr habt Zeit und Lust, da reinzuschalten. Wir werden dann quasi ja 10.000 Abo-Special feiern und an der Stelle nochmal vielen lieben Dank aus ganzem Herzen, meine Freunde, für den unglaublichen Support. Also, wir haben die 10.000 erreicht, legit. Es ging direkt weiter. Es ging radikal weiter. Es wirklich, also... Anyway, ich freue mich auf jeden Fall auf euch heute Abend, wenn ihr Bock und Zeit habt, wie gesagt, wenn ihr Sensei Osaru genossen habt, wenn ihr die Message verstanden habt, Freunde, nutzt die Links, nutzt die Post, macht es uns leichter, damit ihr nicht doppelt, dreifach dieselben Fragen kommen, wenn ich das allgemein für jeden poste, nutzt es, wie gesagt, nehmen Sie es bitte an, also nehmen Sie es an, machen Sie es. Ihr merkt schon, ich habe langsam Trauma davon, aber letztes, ihr fragt immer, was mein Outro-Video, was gleich kommen wird, mein Outro, nicht Video, sondern was der Song davon. Ja, ratet mal in der Beschreibung. Also, wir sehen uns heute Abend. Peace, Freunde. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.